Willkommen auf dem Kanal der A&M. Ich möchte euch heute zeigen, warum Kundengespräche so wichtig sind und worauf ihr besonders achten solltet. Warum ist es besonders wichtig, Kundengespräche zu führen, regelmäßig und sie in dein Programm, in deine Dienstleistungen einzubringen? Es ist natürlich so, du musst immer wieder, egal welche Dienstleistungen du betreibst, aktives Kundenfeedback von deinen Kunden holen. Ja, du brauchst das Feedback, um einerseits natürlich seine eigene Kampagne oder deine Dienstleistung bewerten zu können, etc. Es geht ja darum, was kann ich vielleicht noch besser machen, was läuft vielleicht schlecht und was läuft vielleicht auch einfach gut, ja, diese Punkte aufzunehmen. Wichtig ist natürlich, dass du eine klare Struktur hast. Die Gespräche sollten nicht jedes Mal individuell sein. Die Gespräche sollten nicht frei Schnauze sein oder einfach nach deinem Tagesgefühl, Bauchgefühl, sondern es muss eine klare Struktur da sein. Ja? Das heißt, es muss vorher schon eine Art Checkliste oder Gesprächsleitfaden erstellt werden, wo du die wichtigsten Punkte, die in so einem Kundengespräch besprochen werden sollten, auch immer wieder ausführst. Es darf nichts vergessen werden. Es muss immer wieder auf den Kunden eingegangen werden. Wie läuft es aktuell? Was kann man verbessern? Und vielleicht auch einfach mal erfragen, wie bist du eigentlich zufrieden mit uns? Ja? Das heißt, was man alles in diesem Gespräch erreichen kann, ist einmal natürlich seine eigene Performance, also vom Kunden zu verbessern, einmal herauszufinden, ist der Kunde eigentlich zufrieden? Ja? Passt das gerade? Sind die Anfragen okay? Passt alles? Oder ist er gerade einfach still, sagt uns nichts? Und dieses Gefühl, was du ja hast eigentlich anhand zum Beispiel von Leadzahlen etc., kannst du dir nur durch aktive Nachfrage im persönlichen Gespräch vom Kunden einholen. Das heißt, regelmäßig anrufen, ja, zum Beispiel klare Abstände alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Ja, es muss immer wieder ein Reminder oder eine Aufgabe gesetzt sein, dass aktiv der Kunde angerufen wird, gefragt wird, ist alles okay. So, Inhalt dieser Gespräche, wie ich schon eben gesagt habe, wie läuft es eigentlich aktuell zum Beispiel. Das andere ist natürlich, was kann man noch verbessern? Und vielleicht auch, was läuft aktuell schlecht? Wo können wir uns vielleicht verbessern? Vielleicht auch die Anfragen besprechen. Einfach nochmal die Situation herausfinden. Dieses Feedback ist natürlich hauptausschlaggebend, was du an seiner eigenen Performance, an seiner Kampagne verbesserst. Ja? Oder vielleicht auch, wie du generell das nächste Mal darauf eingehst, einen Kunden zu beraten. Wiederum hast du, wenn du viele Kundengespräche führst, zum Beispiel aus verschiedenen Regionen, hast du so natürlich ein starkes Mittel, dass du weißt, wo funktioniert etwas besser, das ich dann woanders einsetzen kann. Das heißt, du kannst aus den Kundengesprächen einen massiven Mehrwert holen. Einfach Erfahrungswerte, die du einsetzen kannst, nicht nur für ihn selber, sondern auch für andere Kunden zum Beispiel. Wie ich gerade schon gesagt habe, kannst du natürlich durch das Feedback dein Unternehmen verbessern. Unternehmen verbessern heißt immer mehr Marge, mehr Gewinn und vielleicht auch durch deine verbesserte Dienstleistung natürlich nächstes Mal vielleicht auch beim nächsten Kunden mehr zu fordern. Letztendlich zahlt ein Kunde für deine Expertise. Ja? Expertise kannst du nur zeigen anhand von Referenzen. Hast du also genug Kunden, mit denen du immer wieder die Gespräche suchst, ja, und dein Unternehmen verbesserst, kannst du für deine Dienstleistung mehr verlangen, weil genau für diese Expertise zahlt der Endkunde letztendlich. Ja? Das ist dein täglich Brot. Und deshalb ist es sehr, sehr sinnvoll, die Kundengespräche zu führen. Also nochmal kurz zusammengefasst, regelmäßig, strukturiert und den Mehrwert daraus, also das Ergebnis aus diesen Gesprächen, nutzen, auf dein Unternehmen anwenden. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Tipps mitgeben. Abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like und bis nächstes Mal.